Hallihallo. Wie letzte Woche angekündigt, wollte ich ein kurzes Update zu Moki geben. Moki ist mein Kinderbuchelefant, den ich bisher in Moki träumt vom Fliegen und Moki mampft Mangos habe erscheinen lassen. Dazu gibt es noch ein Ausmalbuch, was bisher nur über Amazon KDP beziehbar ist oder als digitaler Download auf meiner Website. Und es gibt noch so ein paar Sachen, die gerade von Moki gleichzeitig in der Pipeline sind und deswegen dauert es auch gefühlt irgendwie einfach etwas länger, bis eins davon das Licht des Tages erblickt. Zum einen arbeite ich natürlich am dritten Teil von Moki. Hier wird es unter anderem den Auftritt eines Piratenkapitän Säbelbart geben. So viel spoiler ich schon mal. Der Arbeitstitel ist zurzeit Moki taucht ab und das wird, wie gesagt, der dritte Teil in der Moki-Reihe. Dazu habe ich noch geplant Bettgeh- oder Vorlesegeschichten von Moki und seinen Freunden. Hier werde ich vermutlich mit einer Co-Autorin zusammenarbeiten. Das steht aber noch nicht zu 100% fest. Würde ich mir wünschen, aber das wird sich in der näheren Zukunft entscheiden. Und apropos Co-Autor, wird es eine Piep-Auskopplung geben. Also Piep ist der Vogel aus dem ersten Moki-Buch. Also und auch in Moki Mampf Mangos hat er auch einen Auftritt. Piep ist quasi Mokis Freund. Und hier wird zusammen mit einem Co-Autor eine Piep-Auskopplung erscheinen. Hier habe ich auch schon das Storyboard quasi fertig und die Geschichte steht. Zentrales Element der Geschichte ist ein Baum. Und zurzeit beschäftige ich mich damit, wie der Baum im Endeffekt aussehen wird. Das ist der Stand da. Dann arbeite ich schon länger daran, Moki in ein Hörspiel umzuwandeln. Das ist aber gar nicht so einfach, da ich Illustrator bin und kein Hörspielautor oder wie auch immer man das nennt. Ja, hier merke ich einfach, dass mir das, was ich da mache, bisher nicht so gefällt oder auch, weil ich einfach so viele Sachen gleichzeitig mache, glaube ich, nicht konzentriert genug an die Sache rangehen kann. Ja, und um das Ganze noch komplizierter zu machen, oder nicht komplizierter zu machen, aber um noch ein Projekt zu starten, habe ich, wie ihr am Anfang gesehen habt, begonnen, Moki zu animieren, also Moki träumt vom Fliegen. Das will ich eigentlich schon gerne machen, seitdem ich das Buch gemacht habe, weil ich einfach gerne animiere und Animation, das Medium Animation liebe. Das ist aber mit sehr, sehr viel Aufwand und Arbeit verbunden. Ja, da werden wir sehen, wie lange das dauern wird. Die Umsetzung plane ich mit einer Mischung aus Frame-for-Frame-Animation mit Procreate und Rough Animator, Animate und Blender. Und das Ganze werde ich dann in Premiere höchstwahrscheinlich zusammenwerfen. Die Animation, die ihr jetzt seht, ist zumindest in Procreate, Animate und Premiere entstanden. Ich will gar nicht wie bei Moki Mampf Mangos sagen, dass ich den Prozess dieser verschiedenen Projekte begleite, weil mir bei Moki Mampf Mangos schon aufgefallen ist, dass das Begleiten von solchen Sachen irgendwie einfach nochmal ein Job für sich ist. Und dazu fehlt mir einfach irgendwie die Zeit oder die Muße, das zu machen, wenn ich Zeit finde, an den Projekten zu arbeiten, schaffe ich es irgendwie nicht noch gleichzeitig die zu dokumentieren, zumindest nicht parallel und es dann zeitgleich zu veröffentlichen. Deswegen wird da wahrscheinlich erst im Nachhinein dann immer irgendwie ein Making-of oder sowas rauskommen. Trotzdem aber natürlich gerne, wenn euch das Schaffen eines Kinderbuchautors und Illustrators interessiert, gerne folgen, liken etc. Ich hoffe, bis nächste Woche mit einem neuen Video. Bis dahin.